Die erste Pause ist bereits nach einer halben Stunde, da Christian zum Zahnarzt muss. Allerdings ging es danach relativ schnell wieder weiter. Wir sind an der Elbe angekommen und wie man sieht, führt diese immer noch Hochwasser. Allerdings vor ein paar Wochen oder gar nur Tagen hätten wir an dieser Stelle gar nicht fahren können, da es alles unter Wasser stand. Wie man sieht, hat das Hochwasser größere Schäden angerichtet. Dies ist zum Beispiel die Fähre, mit der wir eigentlich über die Elbe setzen wollten, um nach Strela zu kommen, welches auf der anderen Seite liegt. Von Sachsen. Erstmal kleine Trinkpause. Der Weg ist scheiße, die Stelle ist mies drauf. Ach Quatsch. Und das da hinten ist der folgende Weg. Thank you.
erster Aldi seit gut 110 Kilometer. Eindecken als Abendbrot Currywurst, Bockwurst, ein paar Brötchen und Christian Cornflakes. Immerhin etwas als Abendbrot. Die Nacht verbringen wir nun in Leipzig im Sleepy Lion Youth Hostel. Das liegt relativ zentral in der Nähe des Bahnhofs. Nach einiger Zeit und ein paar Treppenstufen sind wir in Leipzig abends nur auf dem Völkerschlachtdenkmal angekommen. Allerdings der Baukran versperrt etwas die gute Sicht.